Süchen, Päusle rum, weiter geht's. So, genug ausgeruht. Was verteilst du eigentlich noch Werbung? Ja, ja. Okay. Weil eigentlich mein Abo von Justin bald abläuft, aber ich krieg keine Werbung. Dann wünscht man Adblocker ausschalten. Ist schön, dass du es mit dem Stream sagst. Was soll ich sagen? Dass du keine Werbung erhältst, da kannst du ja nur einen Adblocker anhaben. Ich hab halt echt keinen. Ich hab nicht mal einen. Ich will's nicht mal sehen. Krieg ja selbst mal. Du weißt schon, wenn ich die Serie schaue, immer Werbung. Ach, alle besiegt, okay. Ernsthaft, muss ich da warten, dass es explodiert ist? Och, komm schon, ey. So, wo ist das nächste Piu Piu? Da hinten, ne? So, wo ist das dritte Piu Piu? Was ist denn? Ach, ich hab hier was offen. Ah, ja, ja. Ja, und dann könnt ihr gleich weitermachen gehen hier. Kann ich vierten Grades? Nein. Ich werde gehorchen. Ja klar, wirst du gehorchen. Sonst töte ich dich, Sif. Übermächtig. Anstrengende Kampf meines Lebens. Oh. Wedewitzka. Was ist das? Das ist ja nur eine Frau. Nee, Opa. Nur eine Frau. Diese Scheißfrau. Ah. Die verpieselt sich immer. Nö, mich schubst du lieber weg. Was ist er denn? Ist sie schon tot? Stimmt. Ne, die verschwindet halt immer. Da ist er wieder. Ach, das sieht mein übermächtiges Lichtschwert und kriegt Angst. So schnell stirbt niemand. Ach,
Dein Ziel. Da ist er. Ach komm, hör doch auf. Also, ich fand die leicht. Ich fand sie nervig. Nö, die hat sich noch viermal unsichtbar gemacht, das war's. Ich tat wie mir bevor. Ach man, meine Jedi-Kameraden, wie wär's du mal mit aufräumen? Na, sieht ja genauso schrecklich aus wie bei den Sith. Schild um die Bibliothek des Jedi-Tempels. Die Imperialen haben da irgendwas vor. Verfolgt die Schildenergie zurück zur Energiequelle und schaltet sie aus. Dann sehen wir, was da drin vor sich geht. Wow. Die Sith hier drin sind ja One-Hits. Jetzt auf jeden Fall der Herr. Alter, da kam auf jeden Fall ein paar Sachen. So, noch einer? Tatsache, die spawnen da oben einfach. Wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Kira, kümmere dich. Ich kümmere mich um die hier. Okay, ich bin hier drinne und ich bin falsch. Da hinten muss ich. Meine Schlafgemächer noch existieren? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach ne, das ist nur so ein Licht. Aber das leuchtet ganz komisch. Cool. Du Edel, nervst. Moment. Oh, das ist ja einfach. Die sind alle drei nebeneinander. Und jetzt deaktiviere das Biblio-Gedöns. Wo kommt denn ihr her? Ich überhaupt richtig? Was ist dahinter? Okay. Och, Kiowa, kriegst du denn mal das gebacken? Ich glaube, das Techtelmächte mit mir tut ihr nicht gut. Ganz ehrlich, könnt ihr die eigentlich auf Schaden wieder einstellen? Da kommt ja bestimmt ein Bossgegner.
Nee. Hey, den kenne ich doch. Aus Episode 1, 2, 3, 4, 5 und 6, glaube auch. Ich habe auf Korriban einen Sith getötet, der nicht aufhören wollte zu reden. Ihr scheint dieses Problem nicht zu haben. Nein, anscheinend nicht. Masak. Hallo. Gestorben, ey. Toll. Bin ich wieder ganz draußen. So schnell stirbt niemand. Ey. Hast du es gehört? Das Telefonat? Ich war mit dem Kämpfen beschäftigt. Okay. Ich habe nur an der... Ja. Ich habe das Mikro ja schon extra weit weg gemacht gerade. Ja, Herr Nasa, Sie werden qualifiziert, von Tür zu gehen, Termine zu machen, Gespräche zu führen, wo kann der und der das und das einsparen an Geld und Strom. Hä? Obwohl im Thema Einsparen bist du eigentlich echt der Profi. Ja, aber ich bin aber nicht qualifiziert, jemanden zu beraten, der kann dort und dort einsparen. Ich bin Lagerist oder Hausmeister, aber nicht sowas. Und ich gehe auch nicht von Tür zu Tür. Können Sie... da hab ich gesagt, ist nicht für mich. So, jetzt sag ich den ganzen Kampf nochmal machen mit dieser Trolle. Du hast den Kampf doch gerade erst angefangen. Ich bin ja gestorben, ich konnte mich ja nicht verteidigen. Ach so. Der hat dann Steine geworfen und dann war ich Matsch. Ja, jetzt köpfe ich den Typ sie hier, Alter. Nö, dass ich gestört wurde, das ist total assi gerade. Warte mal, ich kann das aktivieren. Ich kann das aktivieren. Und das da. Das. Stirbst du, Hund. Leidet. Alter. Unterwerft euch. Ja, nee, ich unterwerf mich nicht. Hörst du mal auf! Alter, ernsthaft? Muss ich jetzt hier im Kreis rennen, bis du aufhörst? Jetzt, ja, stopp. Abschau. Wo ist mein... Mein Kind ist tot. Der Feigensack hat sich einfach verpisst. Hier irgendwas machen, außer den angreifen. Gut. Leid.
bildet. Ja, was denn jetzt, hä? Rufst du jetzt in der Steine? Was machst du denn jetzt? Ich renn weg. Triffst mich nicht. Arsch. Sag mal, kann der Flugzeug sich selber schaden? So? Nee, schade. Oh, aber Kira. Jetzt hier. Gut. Was? Alter. Ah, hör doch mal auf, mal wegzugehen, du Arsch. Nein. Geht doch. Kira, er ist tot. Ist gut. Datacron. Oh, das habe ich schon angeklickt aus Versehen. Es gibt noch Datacrons und Flashpoints. So. So, und jetzt, lass mich raten, ich sichere die Daten, Bossgegner. Lord Go, das Paket ist gesichert. Ihr könnt mit euren Leuten jetzt die weiteren... Oh, da war aber jemand schnell. Aber egal, ihr könnt euren kleinen Tempel gerne wiederhaben. Ich bin damit fertig. Was für ein höflicher Mörder. Interessante Sicht der aktuellen Lage. Ihr habt schon erkannt, dass euer Angriff gescheitert ist, oder? Gescheitert? Wirklich? Ist hier drin auch alles gesichert? Gute Arbeit. Meine Männer haben die unteren Ebenen gesichert. Wir haben sogar ein paar Gefangene. Die Gefangenen sollen bewacht werden, bis der SID sie zum Verhör abholt. Sehr gern. Schafft diesen Abschaum hier raus. Ich schätze, jetzt muss hier nur noch jemand aufräumen. Das wird ziemlich viel Arbeit. Aber wie schon gesagt, der Rest des Tempels ist jetzt sicher. Ihr könnt also zu Colonel Darok zurückkehren. Bis zum nächsten Mal. Du hast mir keine Befehle zu erteilen. Einer, der sich aus dem Kampf fernhält und erst später dazu kommt. So ein Arsch, Alter. Was ist denn das? Aha. Hat alles die gleichen Werte. Wow. Effiziente Schatzsuche. Cybertech-Effizienz. Operationsbelohnung. C. Effiziente Schatzsuche und Operation. So. Was ist das? Bereitgestellter Kyrprax Kühnheitsstim. Okay. Fokus des Onderianischen Züchters. Das ist schwach. Angriff 225, Beherrschung 259. 259. Das und das. Und was ist das für ein Lichtschwert? Aha. Kein Kristall drin. Interessant. Das ist zwar schlechter als meins. Und das verkaufe ich auch. Ich habe hier. Ach, ich habe hier noch das Doppelklingenlichtschwert für Kira. Stimmt.
hier oben und alles verkauft, den Kühnheitsstim, den... So. Wo ist denn der Ausgang? Da. Weil das ist erst doch mal Teil 1. Von Revans Schatten. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie viele Teile es noch davon gibt. Keine Ahnung. Ich werde mich hier sowieso erstmal auf Garten stellen. Ich hab jetzt mehr Hilfe. Aha, ich nicht. In bestimmten Bereichen täte sie dir gut. Nein, wir hören uns später. Ciao, ciao. Jo, tschüss. Da muss ich. Komm mal erstmal, verkauf mal bitte was hier. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ich hab voll die krassen Schmerzen. Sie sind einsatzbereit. Das bin ich. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Sag mal, ich würde gerne erst einmal ganz kurz und so Lichtschwert, ne? Hauptebene müsste das sein. Problem ist, ich bräuchte dazu ein neues Lichtschwert. Das, was ich habe, kann ich nicht aufmotzen. Das kann ich nicht aufmotzen. Schade. Erstmal rausnehmen und wir gucken uns mal das andere an. Das da. Okay, das würde drinnen bleiben. 236 Angriff, 250 Beherrschung. 236 Angriff, 236. Ah, okay. Ach, das steht ja hier. 238, 236, 259, 239, ja. Hab ich das jetzt ausgetauscht oder nicht? Angriff 235, Beherrschung. 259, 259, genau. So. C. 2050. Ja, nee. Da bleibe ich bei dem, was ich jetzt habe. Mal ganz ehrlich, nee. Aber ich hole die Tuning-Teile raus. Ich bin so frei. Was ist denn das? Ach, das ist für die Rüstung, okay. Das war das. Das wird verkauft. Und jetzt müssen wir doch mal, muss ich dazu absteigen? Ja. So schnell stirbt niemand. Du machst 2, 3, 8, 7. Beherrschung 580. Angriff 370. Angriff, ist da ein Modifier drin? Gelber Farbkristall. Grün, Farbkristall grün, grün,
Okay. Was solltet ihr jetzt haben? Das hier. So. Ach, jetzt habe ich das aus dem falschen Schwert geholt. Ja, jetzt ist er hier raus. So. Mann, 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 ist das eine Qual. Süßchen. Süßchen, Süßchen. Und gleich erstmal vertickern hier. Melden Sie Ihre Beschwerden. Damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. So. Kehr zu Colonel Ralamana Dingsbums zurück. Unsere Truppen auf Typhon kümmern sich gerade um die Reste des Abschaums. Und der Wiederaufbau wird schon vorbereitet. Das Ganze hätte viel schlimmer ausgehen können. Dank euch hat uns der Feind nur eine blutige Nase verpasst. Und unsere Entschlossenheit gestärkt. Der Zeitpunkt des Angriffs? Zur selben Zeit wie unser Angriff auf Korriban? Das kann kein Zufall sein. Es ist denkbar, dass der Geheimdienst unseres Feindes nicht der Trümmerhaufen ist, für den wir ihn hielten. Ich bin sicher, dass der SID herausfinden wird, wie dieses Missgeschick passieren konnte. Ja, das werden wir. Wie dem auch sei, ihr habt zwei entscheidende Kämpfe für die Republik gewonnen. Das war wirklich heldenhaft und verdient Anerkennung. Die Tapferkeitsmedaille. Noch nie wurde eine derart große Auszeichnung so schnell verliehen. Ah ja. Glückwunsch. Der Zeitpunkt der Angriffe, Colonel. Und die Nachricht von diesem Sith Lord. Wir müssen herausfinden, was hier wirklich passiert ist. Das werden wir. Für heute habt ihr jedoch genug getan. Also gut. Ich wurde mit den Aufräumarbeiten auf Typhon beauftragt und will sicher gehen, dass der Jedi-Rat weiß, dass er unsere volle Unterstützung hat. Wenn er mich nun bitte entschuldigt. Jetzt zu ich dem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche einen Drink. In die Flottenkantine, okay. Okay. Ich will wissen, ob das der Sohn von der, na hier, ihr wisst schon, wen es ist. Das war Großmeisterin Satil, oder? Sie ist gerade als Botschafterin der Dravos Liga unterwegs, weit weg von Typhon. Wir stehen uns natürlich nicht nahe. Euer Orden ist da ziemlich strikt. Sie hat euch also abgegeben, als ihr noch ein Kind wart? Ich will mich nicht beklagen. Ihr Jedi habt eure Regeln und so wie es aussieht, habe ich sowieso keinerlei Machtsensitivität. Es hat sich alles zum Besten gewandt. Meiner Erfahrung nach machen die meisten Jedi-Regeln es nur schwerer, Ergebnisse zu erzielen. Dann seid ihr anders als die anderen Jedi, die ich kenne. Ich erkenne auch ohne die Macht, wenn etwas nicht stimmt. Diese Einsätze, Colonel Darok, hier wird etwas vertuscht, ich bin ganz sicher. Aber die eigentliche Frage ist, ob ihr mit eurer glänzenden Medaille nach Hause geht, wie Darok es hofft, oder ob ihr bereit seid, Nachforschungen anzustellen. Ihr habt an dieser Sache genauso mitgewirkt wie der Colonel. Vielleicht arbeitet ihr ja für ihn. Vielleicht tut ihr nur so freundlich, um herauszufinden, wie viel ich schon weiß.
Wow, und ich habe mir Sorgen gemacht, dass ihr vielleicht nicht misstrauisch genug seid. Ihr müsst nichts tun, was ihr nicht tun wollt. Aber ich werde versuchen, so viel wie möglich über Darok und diesen Sith Lord zu erfahren, mit dem ihr gesprochen habt. Wenn ich etwas in Erfahrung bringe, melde ich mich bei euch. Dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr dabei seid. Ist das ein Angebot? Wie ihr meint. Wir sehen uns also. Das ist doch der Sohn von ihr. Hahaha, oh, Satil. Ha. Jetzt haben wir was gegen die in der Hand. Ein Behälter mit Unterwert von Relikten, die aus dem geplanten. Okay, das kriege ich beides. Dann nehmen wir einmal das da. Hallo? Kann beim Flashpoint-Händler Abflug-Missionshanger der Flotte gegen spezielle Gegenstände. Ah, cool. Werden oft bei großen zu sehen. Erfordert HK51, HK55, HK51. Ah ja. Warte mal, wo konnte ich jetzt das Ding eintauschen? Kann beim Flashpoint-Händler im Abflugmissionshangar. Okay, Abflugmissionshangar. Da sind wir falsch. Abflugmissionshangar? Wo soll der sein? Da, Missionabflug. Abflugmissionshangar. Flashpoint-Händler. Zerlumpte Armschiene des Mystikers. Wenn ich das verkaufe, kriege ich 500. Das ist ja nix. Die Roben sind halt für den Arsch. Selbst wenn ich Modifier reinhaue, da dürfte ja gar nichts bei rumkommen. Der Wert ist ja unter aller Sau. Ich sammle das einfach mal, genauso wie ich das hier sammle. Benutzt erhöht deine Freischaltungsmenge für diese Dekoration für alle Charaktere deines Vermächtnisses um 1. Freischaltung plus 100 Prestige. Festungsdekoration. Kann ich die einfach so anklicken? Ja. So. Kann ich die Dinger verkaufen? Nö. Ach, das ist Reisepässe. Alles klar. Na dann. Gucken wir mal weiter. Aha. Oh, das sieht aber... Ich muss es probieren. Okay, man stirbt. Oh, das sieht ja mal geil aus hier. Leck mich fett, ey. Also, ich weiß, das müsste der Planeten von denen da sein.
denn das? Irgendeine Rasse ist das. Weil auf Kotor 1 oder 2 kommt man auch auf dem Planeten. Ne? Aber das ist ja, hier ist die Grafik ja mal besser. Bei Weitem besser. Mama mia. Geil, einfach nur geil. Sieht richtig nice aus. Die Dinger kenne ich nämlich auch noch aus Kotor. Okay, der leuchtet. Ich gehe da noch nicht rein. Ich muss mich weiter umgucken. Ne? Ich muss einfach weiter gucken. Es geht nicht anders. Flashpoint-Händler. Okay. Geht's nicht weiter. Gibt's denn hier irgendwas zum Anklicken oder so? Scheint nicht. Schade. Doch, hier. Oh, das sieht geil aus. Weiter. Hallo? Ging's da auch runter? Nein, da geht's aber rum. Ja, müssen wir doch mal gucken. Flashpoint dann. Schön, schön, schön. Oh, hier werde ich mich noch weiter aufhalten, bestimmt. Also, hoho, ja. Kann ich hier auch? Ich kann hier auch gleiten. Das ist schön. Ab hier darf ich nicht mehr gleiten. Das ist gar nicht schön. Oder der hat es hier aber schön. Er hat sogar einen versteckten Tisch. Falls er mal seine Ruhe will. Geil. Hier kann er sich hinlegen und pennen. Geil. So ein Zimmer will ich haben. Nur die Tür ist mir ein bisschen zu groß. Hey, ich hatte gerade T3 gerufen, um euch zu suchen, und er sagte, ihr seid schon auf dem Weg. Beeindruckendes Timing. Was macht ihr hier, Theron? Graben, wie ich es versprochen habe. Lasst mich euch zeigen, auf was ich bis jetzt gestoßen bin. Das interessiert mich. Colonel Darok hat den Angriff auf Kuriban befehligt, angeblich mit dem Ziel, wertvolle Informationen zu sammeln, von denen bislang aber keine beim SID aufgetaucht sind. Das ist der Sith, mit dem ihr auf Typhon gesprochen habt. Darth Arkus, ein Mitglied des Rats der Sith, Drahtzieher des Angriffs auf den Jedi-Tempel. Ihr habt eine Verbindung zwischen den beiden gefunden? Ja, sie haben beide mehrmals ein Genetiklabor in einer Unterwassereinrichtung hier auf Manaan besucht. Sie sind jetzt in diesem Moment erneut auf dem Weg dorthin. Na dann. Wie schnell könnt ihr einen Transporter beschaffen? Wir können sie einholen und die Wahrheit herausfinden, bevor diese Sache noch mehr Leben kostet. Einen Moment, das war noch nicht alles. Wenn Darok und Arkus gemeinsame Sache machen, ergibt der Zeitpunkt der Angriffe einen Sinn. Das waren keine Angriffe, sondern Raubüberfälle. Raubüberfälle? Was meint ihr damit?
Die Imperialen haben etwas aus dem Jedi-Tempel geschleppt, bevor ihr dort angekommen seid. Ein paar Sicherheitsholos liefen noch, also konnte ich mir ein Bild davon machen. Daroks rechte Hand, Commander Jensen, hat etwas Ähnliches auf Korriban gestohlen. Ich habe die Bilder durch ein paar Datenbanken laufen lassen. Es handelt sich um eine alte Rakata-Technologie. Eine Technologie, die Sith unter Verschluss halten, bedeutet nichts Gutes. Ihr habt recht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Darok und Arcus ihre Rakata-Technologien in das Labor gebracht haben. Aber ihr müsst vor Ort herausfinden, was sie damit im Einzelnen vorhaben. So, ich habe einen Transporter organisiert, der euch hineinbringt. Rechnet nur nicht damit, dass euch die Sicherheitskräfte mit einem Lächeln begrüßen und lasst euch nicht von ihnen aufhalten. Während ihr im Labor nach Arcus und Darok sucht, treffe ich mich mit einem letzten Kontakt. Ich glaube, sie hat ein paar interessante Informationen für uns. Sie? Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch verraten würde. Viel Glück da unten. Okay, dann gehen wir mal den Rest des Planeten angucken, würde ich sagen. Tiefen von Manan. Warte mal, da waren wir doch gerade. Das ist also der Flashback. Aber wir sind schon bei Teil 2. Ah, Teil 2 ist das jetzt. Das ist dann der Flashpoint Manan, Tiefen von Manan, ja. Okay. Interessant, interessant. Hey, klar, lass mal den Lichtschwert bitte drin, ne? Und. Cool! So was hat man Kotor gar nicht gesehen. Cool. Ich will da drauf. Geil. Einfach nur geil. Ist das geil. Erstmal ein Screenshot davon gemacht. Sicher, aber bevor es weitergeht und wir herausfinden, was diesen Soldaten der Republik und den Sith verbindet, ich mache ein kurzes Päusle, bin gleich wieder da.